Herzlich willkommen zu Let's Play Warhammer 40k Dawn of War 2. Etwas ganz, ganz Unerwartetes ist gerade passiert. Das ist, sorry, aber das konnte ich, habe ich nicht erwartet. Das Spiel läuft scheinbar auch, wenn man es nicht spielt, weiter. Es ist zwar ein Offline-Spiel, aber es läuft scheinbar irgendwie auch dann weiter, wenn man es nicht spielt. Zumindest, wenn ein Tag am PC vergeht, also wenn Windows sagt, okay, jetzt ist der nächste Tag, dann ist scheinbar im Spiel auch der nächste Tag angebrochen, irgendwie so, oder zumindest läuft das Spiel dann weiter, keine Ahnung, zumindest beim Starten des Spieles, beim Starten des Spieles, eben Safe Game geladen, kam halt eine Unterhaltung, die ich nicht erwartet habe, die ich halt dann auch nicht aufgenommen habe, mittendrin ist einfach scheiße, und währenddessen war ich dann auch nochmal auf Toilette, ne, ich starte das Spiel halt, lass schon mal alles laufen, damit es sich ein bisschen einpendelt. Gehe dann nochmal auf Toilette. Und bin dann wieder gekommen, habe dann irgendwie so dieses Gespräch bemerkt, weil dann irgendwie, ja, Litanei der Wildheit ist dann bei so einem, irgendwie in so einen Warp rein und ist dann, kommt dann wahrscheinlich nicht mehr raus. Alle Leute werden da wahrscheinlich sterben und die Schwarmflotte, der Mega-Organismus von wegen, der Organismus, der eben alles steuert, das Gehirn sozusagen der Schwarmflotte kommt und bla und hast nicht gesehen und besonders jetzt eingreifen und besonders besiegen, damit wir halt endgültig den Schwarm vernichten. Zack, das war eben die Rede. Dann natürlich so, scheiße, wie kann das sein, dass es jetzt auf einmal so random kommt? Dann habe ich das natürlich nicht aufgenommen. Und jetzt sehe ich halt, ich glaube, wir waren letztens dort stehen geblieben, dass wir halt noch einen Tag irgendeine Nebenquest machen müssen, um halt einen Tag zu beenden, um dann halt weiterzumachen. Müssen wir nicht mehr, denn jetzt kommt die Mission Das letzte Gefecht. Und es hört sich so an, als wäre das wirklich das letzte Gefecht dieser Kampagne. Also, es sieht so aus, wenn jetzt hier nichts irgendwie schief läuft. Das war halt Dawn of War 2, also die Standardkampagne, durchmachen. So wie es aussieht. Ziemlich kurzes Spiel, sag ich mal, aber es gibt ja halt noch die Kampagnenerweiterung, also hier Shadows Rising. Und dann gibt's noch ein Standalone Retribution. Wird alles hinten rangehängt, aber wow! Unerwartet. Und auch sorry, dass ich das halt nicht aufgenommen habe, dieses Gespräch. Natürlich ein. Es war halt schon so ein wichtiger Story-Twist gewesen. Also zumindest hat sich das so ein bisschen angehört. Aber ich sag mal so. Ist jetzt halt passiert. Das Spiel, das saved leider auch. Also hat keinen wirklichen Save-Ding. Ich kann hier zwar auf X drücken und Speichern klicken, aber wenn ich jetzt halt auf Beenden gehe, also ich kann halt nur mit Speichern beenden, aber wenn ich halt, wenn ich das Spiel abstürzen lassen würde, das Spiel hätte trotzdem gespeichert. Das ist total merkwürdig. Es gibt halt Spiele, die speichern, wenn man abstürzt, wenn das Spiel abstürzt und dann man es manuell zum Abstürzen bringt, gar nicht. Und dann gibt es Spiele, die speichern, so wie dieses, wenn es abstürzt. Und dann denkt man nur so, wow. Solche Spiele aktuell, so, ne, so Spiele, die halt beim Abstürzen ausspeichern, nicht schlecht, weil du musst dann halt den ganzen Shit nicht normal spielen. Wäre natürlich super. Und es wurde auch gesagt, ja, wir sollten da halt Hilfe, also Unterstützung sollen wir halt annehmen, weil das wird ein bisschen härter. Da wurde halt von, wie heißt diese, da wo diese Engelschmiede ist, diese eine Administratorin, hast du nicht gesehen, die wollte uns da halt Truppenunterstützung bringen, ja, sollten wir Unterstützung annehmen, bla bla, hast nicht gesehen, wird wahrscheinlich ist ein heftiger Kampf, wenn das ist, das Ende ist, ich nehme mal an, weil die Mission heißt eindeutig, das letzte Gefecht, also ist es wahrscheinlich auch das letzte Gefecht, oder halt, also es sind ja noch die Elder übrig, ich weiß nicht, was mit denen ist, aber zumindest wären wir dann zumindest schon mal diese Außerirdischen los. Wir gehen zumindest in die Mission mal rein, denn scheinbar ist ja alles mit den Charakteren zumindest in Ordnung. Kommandant, Ihr Kreuzer wird sich seinen Weg durch die Massen kleinerer Tyrannidenschiffe bahnen, die das Hauptschwarmschiff beschützen. Sobald sie in Stellung ist, wird die Armageddon handverlesene Trupps per Landungskapsel zur Basis des riesigen Kapillarturms schicken, der das Hauptschiff des Schwarms ernährt. Dank der Daten, die Sie zuvor gesammelt haben,
konnte Apothekarius Gordian ein spezielles Biotoxin vorbereiten. Sie werden den Turm vergiften und somit auch das Gehirn der Schwarmflotte selbst. Das sollte dem Schwarmbewusstsein eine tödliche Dosis verpassen und die Schwarmflotte zerschlagen. So oder so wird dies die letzte Schlacht um die Verteidigung von Aurelia sein. Möge der Imperator uns den Sieg gewähren. Angelos, Ende. So, wie die Mission uns jetzt auch zu sagen pflegt, steht hier letzter Auftrag. Dieser Auftrag schließt die Dawn of War 2 Kampagne ab. What the fuck, das ging schnell. Wie viele Folgen habe ich jetzt gerade mal gemacht? Also Aufnahmesessions, ich weiß nicht, gerade mal 10 oder so. Gut, ich mache natürlich aus jeder Aufnahmesession, versuche ich halt so 4 Teile, also 4 Parts rauszuhauen. Die halt 15 Minuten lang sind circa. Und ich hätte halt erwartet, dass ich dieses Spiel, also zumindest bis zum Ende der normalen Kampagne schon ein paar über 50 Folgen, vielleicht habe ich sogar über 50 Folgen, ich weiß gar nicht mehr so wirklich, aber das ist schon, also im Endeffekt, wenn ich jetzt das Projekt komplett zu Ende bringe, werde ich schon viele haben, weil ich ja halt die Erweiterung, Chaos Rising, oder ja, wisst schon, womit übrigens das Savegame importieren kann, was ganz gut ist. Ich glaube, in die Standalone-Dingens kann man das nicht, aber zumindest in Chaos Rising kann man das importieren. Das wird natürlich alles in dieselbe Playlist reingehen, ne? Also das ist halt zwar irgendwie eine fast bisschen andere Kampagne, wird alles in dieselbe Playlist reingehen, auch Retribution wird in die komplett selbe Playlist, in der jetzt auch dieses Video drin ist, reingehen. Da lege ich keine neue an. Und die wird natürlich ein bisschen länger werden, klar, also werden mehr Videos reinkommen, aber dass die Kampagne so kurz ist, hätte ich echt nicht erwartet, also, naja gut. Ich werde das Spiel eh nie wieder spielen, das ist halt nur, ich habe es nur mal geholt und dann war's das. Aber es ist ein schönes Spiel. Ein bisschen kurz, zumindest die Kampagne normal ein bisschen kurz. Damals gab es ja, wo ich das geholt habe, gab es noch kein Retribution. Das ist halt dann irgendwann auch noch mit rausgekommen. Und da habe ich auch nie die Kampagne durchgespielt, aber so kurz. Naja. Und ich sage mal so, Chaos Rising ist ein Add-on für das Spiel. Das wird wahrscheinlich noch mal extrem kurz sein. Die üble Intelligenz im Herzen der Schwarmflotte hat sich selbst verwundbar gemacht. Schlagen Sie zu, wenn Ihre Ranken sich in den Planeten darunter bohren. Füttern Sie sie mit dem Gift, das wir entwickelt haben. Sie müssen sie erledigen, koste es, was es wolle. Wir werden wahrscheinlich ein paar Mal failen, aber... Naja. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal, wir kommen da sauber durch. Die Schwarmflotte ernährt sich durch riesige Kapillartürme. Ja, welche sind denn das jetzt? Wie sehen sie aus? Was soll ich das stören? Jeder Turm zieht durch zahlreiche Adern Nährstoffe aus der Umgebung. In diese Adern müssen sie das Biotoxin einbringen. Sie können die Vergangenheit des Ordens wieder... Armageddon, bitte kommen! Bitte kommen! Die erste Ader liegt vor uns. Abrücken! Ich fand's voll geil, wie die da in dem Gespräch so eine Art Kommunikationsproblem mit eingebaut haben, aber den kompletten Text angezeigt haben. Das heißt, man könnte ihn theoretisch durchlesen. Super, man hätte nicht gemerkt, dass es irgendwie... voll dumm! Oh, hier sind Elder. Oder was ist das? Nein! What the fuck? Ich bin wieder bei der WASD-Steuerung. Aber es ist ja ein Strategiespiel, da klickt man ja. Ach, und ich kann mit den Pfeiltasten... Was machen hier Elder? Was sind das, Elder? Space Marines im Anmarsch! Sergeant Merrick, Bericht erstatten. Die Xenos haben unsere Valkyrien nach unten gedrängt, Sir. Ach nee. Sie haben uns über die ganze verdammte Landschaft verteilt. Es wird ihnen aber mehr als ein paar Beulen bescheren, uns aus der Schlacht zu schießen. Das ist die Unterstützung, die wir bekommen. Kann ich die denn auch... Wir brauchen nur ein Wort. Da
Schweinemutter. Nee, die kann ich nicht benutzen, die Einheiten, aber das sieht aus wie die Unterstützung für mich. Oh, hier habe ich auch ein Dingens. Ein, das ist ja easy, wenn ich den jetzt einnehme und dann kommen die ganzen Einheiten. Der besteht nur noch aus 6 Mann, Sergeant. Keine Überlebenden im zweiten. Das ist ja easy, Morris, dann. Bilden Sie vollständige Trupps aus Überlebenden und machen Sie dann eine Aufstellung, welche Ausrüstung wir noch haben. Fagin, nehmen Sie die Überbleibsel des ersten Trupps und bringen Sie diesen verdammten Auspex in Gang. Achso, ich soll ja sogar das einnehmen. Das war sogar Sinn. Eine Versorgung oder den dritten hätte ich sparen können. So, verabreichen Sie das Biotoxin. Natürlich kommt es wahrscheinlich Gegner oder das Teil will mich töten oder so. Nö. Biotoxinlieferung unterwegs. Bewegung gesichtet. Aliens im Anmarsch. Der Feind greift aus dem Norden an. In Ordnung, Männer. Diese Dinger sind hier, um uns unsere Welten wegzunehmen. Also, ich werde nicht zulassen, dass dies geschieht. Bildet Verteidigungslinien. Kommandant, hier ist Alarm 2. Tarantel-Stürme sind bereit, an ihrer Position zu... Geben Sie ein Bescheid. Ja, ich konnte den Text natürlich sauber lesen. Halten Sie die Linie. Ja, achso, ich sollte jetzt hier diese Tarantel einsetzen. Laserfeuer konzentrieren! Dahin, bitte. Kriegerbestie! Feuer eröffnen! Und ich würde eine gerne hierhin haben. Ich hoffe, ich bekomme, wenn die Tarantel weg ist, neue. Gott. Schön für dich. Aber ich wäre glücklicher, wenn ich halt hier aus dem Kampf rauskommen würde. Denn die Tyranniden, die spawnen ja unendlich nach mir. Kann ich den Fortschritt der Vergiftung auch irgendwie überprüfen? Nee, kann ich nicht. So weit haben die dann nicht gedacht, ne? Ein Venator der Tyranniden. Eliminiert ihn. What the fuck? Wo denn? Ach, das Ding hier? Ich mache schon, so gut ich kann. Verbrenne ihn. Sehe ich nicht so. Bin dagegen. Kann allein... So wichtig ist das jetzt auch nicht. Ach so. Meine Heini Star, die rushen einfach vor. Komm hier, weiter angreifen. Ist noch nicht vorbei. Ich meine, Einheit einfach mal fast kein Leben verlieren. Also ich finde irgendwie zum Anfang hin ist diese Mission zu einfach. Auch wenn ich am einfachen Schwierigkeitsgrad spiele. Es ist meistens ja so, dass trotzdem Missionen auch auf einfachen Schwierigkeitsgrad am Ende doch ziemlich hart werden. Aber hier habe ich irgendwie nicht den Eindruck. Ich habe eigentlich nie so den Eindruck, dass in den Story-Missionen das zu schwer war. In den Nebenmissionen, da gab es schon wirklich so Punkte, wo ich dachte, what the fuck? Zu 75% abgeschlossen. Aber... Also in den Story-Missionen, da dachte ich mal so, gut, da gab es halt so ein paar Momente, wo man echt schon ein bisschen aufpassen muss, aber das war halt jetzt nicht so. Dass es jetzt sich die ganze Zeit so durchzieht durch die ganze Map, dass man halt immer so zu Punkten kommt und dann die halten muss.